Das neue Pets im Lotto X Komet Update ist da. Und als ich im Stream gemeint habe, dass es das Ende von Pets im Lotto X, wusste ich noch nicht, dass ich so richtig liege. Was ich genau damit meine, erkläre ich noch am Ende des Videos, aber jetzt schauen wir uns erstmal meine erste Reaktion dazu an. Und es bringt mit Komet Crashs. Werden wir uns dann wahrscheinlich angucken, hoffentlich. Ich sehe noch keine. Komet Packs, Komet Egg. Dann Recent Auction Price, RAP. Da steht es eigentlich schon, wofür das steht. Oh mein Gott, die Leute auf dem Leaderboard tanzen jetzt. Nummer 1, Rap. Neue Leaderboards, haben wir eben schon einen kleinen Hint davon gesehen. Fanart wurde hinzugefügt, Dominus Exclusives, okay. Und das war's. Also ab Fanart Edit kam natürlich nur noch Müll. So, das neue Leaderboard sieht jetzt so aus. Top Player RAP. Okay, das sind jetzt keine Pet-Stärke-Leaderboards mehr, sondern RAP-Leaderboards. Das bedeutet, hier ist nur zu sehen, wie wertvoll eure Huge-Pets und Titanic-Pets sind, weil andere Pets kriegen ja kein RAP zugeschrieben. Ui, interessant. Und da gibt's wohl ein paar Leute, die ziemlich reich sind, aber ich bin ja auch gar nicht mal so abgeschlagen mit meinen 400 Milliarden. Wo kommen die denn alle her? Aber mit 3 Trillion kommt man gerade mal auf das Leaderboard. Okay, sonst keine Chance. Ich öffne mal hier so ein bisschen Exclusive-Dings. Also ja, in der Daycare ist noch nichts ready, richtig. Dann gucken wir einmal in den Exclusive-Shop. Dort gibt es jetzt das Exclusive-Dominus-Egg. Und ja, Dominus-Pets sind immer gut, weil die sehen ja auch immer ziemlich cool aus. Warte, oh mein Gott, das ist jetzt der das ist jetzt ein Titanic-Dominus-Astra, den man sich holen kann. Schön. Da haben ja viele Leute rumgebettelt, dass es mal ein Huge-Dominus-Astra gibt. Jetzt gibt es halt ein Titanic-Dominus-Astra, auch gut. Warte, ich gucke einmal kurz hier in die Pet Collection, ob das wirklich so heißt. Astra. Na gut. Ah doch, hier. Titanic Dominus Astra. Ja, es ist tatsächlich ein Titanic in dem Fall. Dominus Astra und Domortus Astra. Ja, den Titanic Dominus Astra, den brauche ich dann wohl. Und dann gibt es Komet Crashes, das heißt Kometen, die herunterfallen. Ich weiß nicht, ob die einfach random hier so spawnen als normale Drops oder ob das dann so ein fettes Event ist wie damals bei den Kisten. Aber da ich hier keine Kometen sehe, glaube ich, dass das dann wirklich so mehr Rare-Events sind, die halt ein bisschen seltener aufkommen. Ich kann mir Kometen am besten in der Tech World vorstellen, aber wahrscheinlich werden die überall kommen können. Und vielleicht kommt dann auch wieder so ein Global Announcement, yo, ein Komet crasht gerade in der Tech World, Komet crasht gerade in der Axolotl-Welt oder was auch immer. So wie früher, und dann kann man den vielleicht abbauen. So meine Vermutung, warum steht das hier nirgends dabei? Augenblick, ich gehe mal kurz in die Settings. Ich sehe davon nichts. Also ich weiß, dass hier ein Recent Auction Price zu den Huge Pets hinzugefügt werden sollte. Oder zumindest auch zu... Na gut. Aber scheinbar ist das noch nicht so der Fall. Zumindest kam der noch nicht zustande. So wie ich das verstanden habe, wenn wir jetzt hier wieder mal auf den Trading-Server gehen, Trading-Plaza gehen, dann gibt es ja diese Auktion und ich hoffe... Nee, die hätten das announced, wenn es jetzt eine bessere Kamera gibt. Die hätten das announced. Die haben es wahrscheinlich immer noch schlecht gemacht. Dann haben wir hier No Current Auction. Da könnte ich jetzt ein Pet listen in dieser Auktion, könnte dann sagen, yo, ich kann ja nur Huges hergeben, aber die sind bei mir alle gelockt. Dann bei der Auktion könnte ich jetzt ein Huge-Pet versteigern und wenn das weggeht für, sagen wir mal, 23 Gems, dann wäre... Der RAP für dieses Huge Pet bei 23 Gems. Das ist halt wirklich ein Preis. Der RAP ist ein Preis, der sich ergibt aus den Preisen, für den solche Pets versteigert werden. Und naja, ich bin kein Fan von dieser Versteigerung. Ich bin überhaupt kein Fan, weil es auch super unübersichtlich ist bei der Versteigerung. Vor allem jetzt, wenn der Server immer voller wird und mehr Leute hier sind. Und ja, man kann Pets ausschalten. Aber meins, 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 einsammeln, 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 einsammeln. Oh, egal. Ah, jetzt packen Leute ihre Sachen da rein. Na gut, gucken wir jetzt einmal, wie viel, für wie viel der Hellrock reingestellt wurde. Das ist nur ein blöder Hellrock, der reingestellt wurde. Für 300 Billion, ja. Der wird niemals für 300 Billion weggehen. Niemand wird ihn für 300 Billion kaufen. Aber wenn das jemand machen würde, würde der RAP steigen. Und zwar in Richtung 300B. Und so setzt sich der RAP zusammen. Halt aus den ganzen Versteigerungen, die halt neulich so zustande gekommen sind, setzt sich der RAP zusammen. Soll ich dir einen Huge Hellrock geben zum Verschenken? Wenn du das machst, sehr gerne. Dann kann ich den nämlich live im Livestream jetzt noch verlosen. Das wird ziemlich cool. Und danke für die Party Crown Ducky, Victor. So, hier wackelt alles, weil irgendwer ein Exclusive Storm Domin... Das war ja nur ein Exclusive Pet, wow. Naja, oder war es wenigstens Huge dabei? Nee, war nur ein Exclusive Pet. Juckt sich doch keiner für. Naja. Update unnötig. Ja, das Update, das haut mich jetzt nicht so aus den Socken, weil spürbar wurde nicht wirklich was verändert. Diese Kometen, da muss man wahrscheinlich lange warten, bis die irgendwie kommen. Und wenn die kommen, muss man wahrscheinlich sehr viel Glück haben, dass man irgendwas von den Kometen bekommt. Das Leaderboard, es ergibt schon Sinn, dass da jetzt nicht mehr die Pet Strength zusammengezählt wird, sondern der Pet RAP. Ich finde es aber... Ach, jetzt steht sie. Jetzt steht hier doch der RAP. Guck mal, Golden Hellrocks sind bei 14 Billion. Die Rainbow Hellrocks sind bei 28,9 Billion, Huge Scary Cat bei 22 Billion, 28,8 Billion, 34 Billion, 25,8 Billion, 11,2 Billion, 33,5,
und 20,8 Billionen. Das sind halt so die RAPs, die Recent Auction Prices von meinen Huge Pets, die ich habe. Und für alles weitere gibt es, glaube ich, keine, weil man kann ja nur Huge Pets per Auction versteigern. Aber okay, jetzt sehen wir da unten, wie viel wert halt so ein Huge Pet ist. Theoretisch anhand des RAPs. Das heißt, das ist dann der Wert, für den es tatsächlich versteigert wird bei solchen Auctions. Jetzt ist was reingekommen. Alles klar. Vielen lieben Dank, Elias und Melina, für den goldenen Uchellrock. Vielen lieben Dank auch für die 187.000 Gems und für den Party-Axolotl. Elias und Melina, deinen Uchellrock verlose ich jetzt. Und um diesen goldenen Uchellrock zu bekommen, müsst ihr nur euren Roblox-Namen in den Live-Chat reinschreiben. Schreibt euren Roblox-Namen einfach rein. Alle Leute, die in den letzten 5 Minuten irgendeine Nachricht in den Chat geschrieben haben, nehmen automatisch an der Verlosung teil. Und wenn ich dann euren Roblox-Namen finde, könnt ihr den Uchellrock gewinnen. Ich werde dann gleich dem Bot sagen, dass es machen soll. Ich lasse euch noch ein bisschen Zeit, damit ihr euren Namen reinschreiben könnt. Und wichtig ist natürlich, dass ihr zum Briefkasten geht, auf Gifts geht. Dankeschön für das Pet. Dann auf die Einstellungen geht und vor allem einstellt, dass ihr Mails akzeptiert, nicht auf Friends Only habt und auch Huges akzeptiert. Ich glaube, Huges kann man nicht deaktivieren, glaube ich zumindest. So, es haben viele Leute reingeschrieben, das bedeutet, ich werde dann gleich mal dem Bot sagen, ihr könnt jetzt aufhören zu schreiben, Ausrufezeichen Winner. Gewonnen hat Leo! Und H6T58 hat damit dann auch gewonnen. So, jetzt kommen alle Leons, aber ich habe nie Leon gesagt, ich sagte Leo und das hat der Bot nämlich auch gesagt. Und Leo hat seinen Namen nämlich vorhin schon in den Chat geschrieben. Also gehen wir auf Send. Leo oder H6T58, du bekommst von mir jetzt einen goldenen Uchellrock. Und die Nachricht GG, bitte sehr und viel Spaß damit. So, sorry an alle Leons da draußen, aber ihr wart alle nicht gemeint. Dann gucke ich nochmal in die Mailbox und Dankeschön! Dann habe ich noch einen Uchellrock zum Verschenken. Vielen lieben Dank und danke für das Update Hypegift, die 200 Millionen Gems. Abonniert alle. Dankeschön Ninja für die 15 Millionen Gems, den Party Axolotl, den Party Dog, die 1 Million Gems, 150 Millionen. Sorry, ich weiß nicht, was du damit meinst, aber ich trade nicht zurück. Aber Dankeschön für den weiteren Uchellrock. Ich gehe dann nochmal auf Claim und dann können wir noch einen Uchellrock verlosen. Okay, dann könnt ihr nochmal euren Namen in den Chat schreiben. Wie gesagt, alle Leute, die innerhalb der letzten 5 Minuten ihren Roblox-Namen in den Chat geschrieben haben, nehmen automatisch an der Verlosung teil. Ja, Leon Renz has won the giveaway, hat der Bot auch so reingeschrieben. Damit hat Leon Renz gewonnen. So, Fangerbean war, glaube ich, richtig so. Genau. Und dann viel Spaß mit deinem goldenen Uchellrock. Bitte sehr. They are only accepting gifts from friends. Okay, dann tut's mir echt leid, Leon Renz, aber damit bist du ausgeschieden, weil das habe ich im Vorfeld klar gemacht. Und dann werden wir halt nochmal neu verlosen. Damit haben wir einen neuen Gewinner. Dann gehen wir auf Send. Bitte sehr, viel Spaß mit deinem Huge Hellrock. Und diesmal ging er auch wirklich raus. Perfekt. Und ich möchte nochmal ein riesiges Dankeschön an Elias und Melina rausgeben. Dafür, dass ich die zwei goldenen Huge Hellrocks zum Verlosen bekommen habe. Nur durch Zuschauer wie euch ist es möglich, dass ich überhaupt Huge Pets verschenke. Weil ich selbst habe nicht so viele Huge Pets. Die ich habe, die werden mir von euch geschenkt. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir weiter Huge Pets gebt, damit ich auch weiter Verlosungen machen kann. Falls ihr traurig seid, weil ihr an der Verlosung nicht teilnehmen konntet, weil ihr das Video jetzt gerade seht und nicht im Livestream dabei wart, werde ich wahrscheinlich, wenn ich weitere Huge Pets über die Mail geschickt bekomme, auch nochmal ein paar Verlosungen auf meinem Discord-Server machen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist auf meinen Discord-Server kommen und im Verlosungs-Channel nachgucken, ob da gerade eine Verlosung läuft. Und natürlich, wenn ihr ein paar Huge Pets übrig habt, wäre es echt nett, wenn ihr sie mir spendieren könntet für die Verlosung. Jetzt reden wir aber mal darüber, warum das Update ein absoluter Reinfall war. Geh mal Pixelwelt. Mail ist da umgefallen. Okay, ich gucke mir die Mail in der Pixelwelt an. So, Pixelwelt und der Briefkasten ist bei mir nicht umgefallen. Also der Schein ist irgendwie an der falschen Stelle. So, ich glaube aber, ich gehe auf einen Private-Server, weil es hier ziemlich laut wird von den Soundeffekten her. Also irgendwas scheint nicht zu stimmen mit dem Ding. Das steht irgendwie bei jedem anders. Da kann das sein. Aber er kippt auf jeden Fall nicht um. Aber irgendwas stimmt mit dem Briefkasten hier nicht. Ist das etwa ein Hinweis? So, jetzt aber mal Spaß beiseite. So sehr ich Pet Simulator ja eigentlich auch mag, hat Pet Simulator riesige Probleme. Einerseits Probleme, die es seit Anfang an gibt und jederzeit angesprochen werden, werden nicht gefixt. Wie zum Beispiel das mit der blöden Lautstärke. Pet Simulator X ist zu laut und weil das Spiel so laut ist, kann man Roblox nicht auf Voice-Chat-Lautstärke stellen. Der Voice-Chat ist nicht existent, weil man entweder Ohrenkrebs bekommt oder den Voice-Chat nicht hört oder alle Soundeffekte komplett ausstellen muss. Das zweite, letztes Update kam die Auction dazu und die ist super anstrengend, weil man muss sich das Genick aus
ausrenken, um nach oben zu gucken, und dann verdeckt ständig alles Mögliche den Bildschirm. Es ist nicht möglich, einen klaren Blick auf die Auction zu bekommen auf einem Server, auch wenn man Pets ausstellt. Und alles, was sie machen müssten, wäre einen Knopf zum Spiel hinzufügen, der deine Kamera nimmt und dorthin fährt. Das ist nicht das große Problem. Build Into Games hat ein großes Entwicklerteam, die könnten das machen, machen sie aber nicht. Warum? Ich weiß es nicht. Beim letzten Update habe ich darüber Späße gemacht. Im Meteor ist ein Vorbote fürs Ende. Wenn der Meteor einschlägt, ist die Pet Simulator X Map Geschichte. Pet Simulator X ist vorbei. Das ist das Ende von Pet Simulator X. Aber ich glaube wirklich, dass dieses Update das Ende von Pet Simulator X einleitet. Wenn da bald nichts Neues mehr kommt, was dem Spiel wieder einen ordentlichen Kick gibt. Und ich meine nicht noch irgendein Event, das uns mal wieder so ein bisschen am Leben hält, sondern ich meine einen richtigen Kick, dann wird Pet Simulator X sterben. Das letzte Update, muss ich so sagen, Müll. Dieses Update auch wieder Müll. Niemand hat Bock auf einen Meteoriten zu warten, der sowieso nicht kommt. Und wenn der kommt, wird es sich wahrscheinlich nicht mal lohnen. Ich weiß es nicht. Wenn ihr das Video seht, kam vielleicht schon der Meteorit. Und ihr habt ihn vielleicht auch alle bekommen und der war super cool. Aber ich gehe davon aus, dass der Meteoriten Müll ist. Und vor allem, wenn man so lange drauf warten muss, bringt es einem gar nichts. Die Updates, die hinzugefügt werden, die ein bisschen Benefits bringen, die sind alle nur für die Pay-to-Win-Spieler da. Für Free-to-Play gibt es kaum neuen Content. Der neue Content, den es gibt, wenn da mal nicht ein Event stattfindet, ist dann eine neue Welt, in der man stundenlang farmen muss. Gerade wenn man kein Pay-to-Win-Spieler ist, gerade wenn man nicht 22 Huge-Pets hat, wie ich, nochmal vielen lieben Dank an alle, die mir Huge-Pets schenken dafür, dann ist es super schwer für einen voranzukommen. Und dann gibt es ja noch die Hardcore-Welt, in der es noch schwerer ist. Ich habe wochenlang gefarmt, um die Hardcore-Welt durchzuspielen, und ich habe ein Full-Team aus Huge-Pets. Das ist doch lächerlich. Schreibt mir mal in die Kommentare, was eure Meinung dazu ist, wie ihr dazu denkt, wie Pets im Lotto X weitermachen wird, ob ihr glaubt, dass das Spiel noch eine Zukunft hat oder ob ihr glaubt, dass das Spiel jetzt einfach nur noch weitergeleiert wird und wenn es nicht mehr läuft, kommt dann der nächste Teil, weil das ist das, was ich glaube. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr trotzdem ein Like und ein Abo dalassen. Wenn ihr ein paar Euro übrig habt, könnt ihr mich vielleicht auch unterstützen mit dem Super Thanks. Unter dem Video steht Thanks. Ja? Ja, ist klar, dass ihr dafür nicht bezahlen wollt. Kein Problem. Das war's aber mit dem Video. Klickt auf das Video, das euch hier jetzt angezeigt wird. Bis dann und ciao!